Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf den Samstag wieder dabei seid auf Buschis Borussia Clips. Und wie ihr es kennt, vor dem Spieltag habe ich wieder einen Gast dabei, den Simon. Einige werden den wahrscheinlich auch schon von meinem Hauptkanal kennen. Der war da auch schon öfters dabei als Gast. Und ich feiere einfach dieses Gästekonzept, damit eure Stimme bzw. eure Meinung der Fans auch hier zum Tragen kommt. Und Simon ist Gladbach-Fan schon seit vielen Jahren. Und da freue ich mich, dass er heute spontan einspringen konnte. Bei mir auf meinem Zweitkanal und wie er die Situation bei Borussia sieht, aber auch zum Spiel morgen gegen Darmstadt, was du dir erwartest. Und ja, gerne könnt ihr wie immer ein kostenloses Abo und einen Daumen da lassen, weil wir gehen steil auf die 3000 Abos auf diesem Kanal zu und das ist auch schon mal wieder eine Wahnsinnszahl. Und ja, bevor ich Simon vorstelle, würde ich sagen, machst du das selber. Und ja, wer bist du, wie bist du zu Borussia gekommen? Und du hast auch eine Loge, ne? Im Borussia-Park. Genau. Also, Simon Gesthüsen, wie gesagt, ich war jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal bin ich jetzt bei dir. Ja. Und wir haben damals, letztes Jahr gegen Bremen, das erste Mal haben wir Karten verlost bei uns in der Loge. Habe ich Buschi einfach angeschrieben, weil ich das Konzept super fand und habe ihm angeboten, Karten zu verlosen und auch selber eingeladen. Und seitdem sind wir im Prinzip Freunde. Ja. Letztes Jahr haben wir ja am letzten Spieltag die Spieltagvorbereitung bei uns in der Loge gemacht. Haben meinen Song vorgestellt. Ich habe ja einen Borussia-Song geschrieben. Der sollte auch schon längst draußen sein. Das hat aber zeitlich nicht gepasst. Der ist schon ewig fertig. Der kommt jetzt aber sicher zum Derby-Wochenende kommt der raus. Ich finde, das ist dann auch ein ganz guter Zeitpunkt. Und für die Veröffentlichung werde ich mit Buschi auch nochmal ein Gewinnspiel machen, wo einer von euch eine Logenkarte gewinnen kann und dann Buschi und mich auch live treffen kann. Ja. Und Gladbach-Fan bin ich, seitdem ich denken kann. Sponsor geworden sind, weil wir Fans sind. Ja. Das ist für uns eine Leidenschaft und kein Business. Und jetzt bin ich froh, wieder bei dir zu sein heute. Ja, freut mich auch, dass du dabei bist. Heute mal auf meinem Zweitkanal auch. Ich würde sagen, wir starten dann auch ganz schmerzfrei rein mit unserer Borussia. Du warst auch im Trainingslager, ne? Am Tegernsee. Genau. Wie findest du so allgemein die Lage bei unserer Borussia, bevor wir jetzt zum Spiel gegen Darmstadt kommen und in den nächsten Wochen? Wie hast du so den Sommer erlebt mit Trainerwechsel, mit Transfers? Wie hat Roland Wirkus für dich die Rolle gespielt? Gib mal deine Einschätzung. Im Prinzip zum Ende der letzten Saison war ich schon sehr negativ, vielleicht zu negativ, weil man halt auch irgendwie gedacht hat, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es gar nicht mehr und dann sind die letzten Kone-Millionen verbrannt. Das ist zum Glück nicht passiert. Wir haben einen guten Change hingekriegt, finde ich. Ja. Und Kone ist sogar noch da. Von daher hat Roland Wirkus viel richtig gemacht aus meiner Sicht. Ich sehe eine junge, hungrige Mannschaft, in der auch menschlich und untereinander, soweit ich das einschätzen kann, wieder passt. Und auch der Trainer, den wir haben ja noch gemutmaßt letztes Jahr am letzten Spieltag. Und da kam dann auch so, vielleicht passt der nicht richtig zu uns, weil er vielleicht zu geleckt ist. Mhm. Dem kann ich spätestens seit dem Trainingslager vollkommen widersprechen. Ich glaube, dass man, wenn man Trainer von anderen Vereinen sich anguckt, das einfach viel zu oberflächlich hat, weil man bei Gladbach halt viel tiefer drin ist, sondern man sieht nur die Interviews oder wie er am Rand mit Anzug gestanden hat und interpretiert da vielleicht eine gewisse Arroganz rein, die gar nicht da ist, weil man sich halt nicht nachhaltiger damit beschäftigt hat. Und er ist ja überhaupt nicht so. Mhm. Er ist, so wie man ihn erlebt, umgänglich, er hat Trainingsklamotten an beim Training und auch auf der Bank, ein total lockerer, cooler Typ. Und dass er fachlich was drauf hat, haben wir auch vor 3 Monaten schon gesagt. Ja. Von daher bin ich sehr zufrieden und ich glaube, dass wir von der Mannschaft her eigentlich sogar eine bessere Mannschaft zusammen haben als letztes Jahr. Vielleicht nicht von der Endqualität der Einzelspieler, aber vom Kollektiv her. Und der Saisonstart, dass wir gegen Bayern und gegen Leverkusen nicht gewinnen, davon konnte man schon ausgehen. Vor allem auch, weil diese Spiele direkt zum Anfang kamen. Was mir extrem imponiert hat, ist halt wirklich die letzten 2 Heimspiele. Ja. Und wir haben auch in der Loge da gestanden und 4 Stunden nach dem Spiel noch geklatscht. Die Nordkurve, da ist niemand nach Hause gegangen, auch nach 0-3 nicht. Man merkt, dass wieder ein Wir-Gefühl da ist.
Und dementsprechend finde ich, dass wir mit einem Punkt aus den drei Spielen total im Soll sind. Ja. Also auch ein 1-1 in Augsburg. Ey, sonst die Jahre 4-4. Haben wir da immer... 4-4, klar. Sonst die Jahre haben wir immer 1-0 verloren, knapp verloren, grauenhafte Spiele da gemacht. Also wirklich richtig grauenhafte Spiele. Ich kann mich noch an das letzte Spiel erinnern. Das war wirklich schlimm. Ich glaube, 1-0 verloren. Ja, das war eine absolute Katastrophe. Das war wirklich wild. Und jetzt haben wir halt ein tolles Spiel gesehen. Das ist halt ärgerlich, dass du eine 3-1-Führung so abgibst. Und das ist... Ja, gut. Im Endeffekt finde ich auch die langen Nachspielzeiten gut. Ja. Die haben uns dann im Prinzip da einmal geschadet und dann haben wir aber in der zweiten Halbzeit in der 97. auch wieder einen gemacht. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt, glaube ich, auch gegen Leverkusen haben wir in der 51. Minute der ersten Halbzeit nochmal ein Tor reingekriegt. Ja. Ist mehr Action drin, passiert mehr und wie gesagt, wir sind für mich total im Soll. Du musst jetzt halt in Darmstadt anfangen zu punkten und ich sehe das auch positiv. Also ein Punkt sollte auf jeden Fall mit drin sein, aber ich denke auch, dass wir da gute Chancen haben zu gewinnen. Dann hast du mit Leipzig halt nochmal ein richtiges Kaliber, aber dann haben wir die dicken Brocken auch weg. Ja. Dann musst du anfangen zu punkten und wie gesagt, dieses Jahr ist die Erwartungshaltung eine ganz andere. Wenn wir dieses Jahr Zehnter werden, ist alles gut, wenn du siehst, dass die sich anstrengen. Ja. Und ich rede viel, ja, aber wenn ich mir gegen Bayern einen Weigel angeguckt habe oder einen Rocco Reitz angeguckt habe, wie oft die wirklich reingegrätscht sind, richtig gekämpft haben, die Bälle erobert haben, wo auch die Zuschauer sofort da waren und geklatscht haben, gerade bei den Weigel-Aktionen. Ja, da muss ich schwer nachdenken, dass ich das letztes Jahr auch nur in einem Spiel so gesehen habe. Ja. Ne? Ja. Also die Einstellung ist eine ganz andere. Die Mannschaft wird ihre Punkte holen. Die Fans haben nicht mehr die Erwartungshaltung und deswegen glaube ich, dass eine sehr gute Saison wird. Bin ich bei dir. Also es ist schon klar, also da muss man auch schon mal nachfragen, wer bei den ersten drei Einspielen gesagt hat, okay, wir drücken Gladbach mal direkt Leverkusen, Bayern und Leipzig rein, wer sich das überlegt hat. Aber ich glaube, es wird wichtig sein, in den kommenden Wochen wirklich konstant zu punkten. Was es halt zu vermeiden gilt, ist so ein Abwärtsstrudel. Weißt du, dass du unglücklich dann... Ja, du kannst auch in Darmstadt unglücklich verlieren, du kannst auch in Bochum unglücklich verlieren. Das solltest du irgendwie vermeiden, dass du so langsam ja, von Spiel zu Spiel einfach deine Punkte einsammelst und du dich von unten auf jeden Fall erstmal weghältst, dass du dann zur Hinrunde, sage ich mal, das habe ich auch öfter schon gesagt, alles über 20 Punkte würde ich sofort zur Hinrunde unterschreiben. Aber siehst du das? Ich auch, ja. Aber man muss jetzt ja auch wirklich sagen, finde ich, das mit der Abwehrspirale, was du sagst, wenn du jetzt nochmal ein Spiel verlierst und nochmal ein Spiel verlierst, wenn die Fans so nervös werden wie letztes Jahr, pfeifen, sich umdrehen oder sonst was passieren, dann glaube ich, kommst du viel schneller in eine Abwehrspirale rein. Und wer das jetzt die ersten drei Spieltage passiert, glaube ich auch, dass du jetzt gegen Darmstadt schon viel mehr unter Druck gestanden hättest, als du jetzt stehst. Ja. Du musst punkten, ja, aber du hast einen ganz anderen Background als die letzten zwei Jahre. Und wie gesagt, es kann auch nicht hinhauen, aber ich glaube, dass es hinhaut und ich will dran glauben. Und selbst wenn wir jetzt in Darmstadt nicht gewinnen sollten, geht die Welt dann holen wir vielleicht gegen Leipzig einen Sieg. Ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass das werden kann. Ich würde sagen, nehmen wir mal noch mal kurz Bezug auf das Spiel gegen Leipzig. Wir können auch mal so ein bisschen deine Aufstellung machen. Die Leute kennen ja oft mal meine Aufstellung. Es gibt viel Konkurrenzkampf. Mit Sicherheit. Nikolas im Tor. Olschowski war auch krank die ganze Woche, habe ich eben in der PK gehört. Willst du jetzt Darmstadt machen oder Leipzig machen? Nee, Darmstadt. Weil du hast gerade Leipzig gesagt. Habe ich Leipzig gesagt? Ja. Nee, natürlich die Aufstellung gegen Darmstadt. Nikolas im Tor. Olschowski war krank. Aber ich sehe auch, wenn Olschowski fit ist, Nikolas im Tor. Ich auch. Und das hat eigentlich auch die letzte Saison schon gezeigt. Letzte Saison am ersten Spieltag stand halt auch, nicht am ersten Spieltag, ersten DFB-Pokalrunde stand halt auch Nikolas im Tor, als Sommer nicht da war. Das zeigt ja schon ein bisschen, dass der letztes Jahr vielleicht... Als Omli nicht da war. Nein, als Sommer nicht da war. Letztes Jahr erste DFB-Pokalrunde. Ja. Ne? Da stand er schon im Tor, ist danach verliehen worden. Mhm. So. Das zeigt ja trotzdem, wenn er der Spieler war, der gespielt hat, dass er im Standing wahrscheinlich schon vor Olschowski stand. Ja. Und wir haben ja noch einen. Wir haben ja mit dem Kerksen zum Beispiel, der nach Bielefeld verliehen ist, vielleicht noch einen, den Gladbach vielleicht im internen Ranking vor Olschowski sieht. Tut mir total leid für Olschowski, weil der hat halt letztes Jahr, wenn er gespielt hat, eigentlich ganz gute Spiele gemacht.
Aber du musst dann halt nach Leistung aufstellen und wenn Nicolas ein paar Prozent besser ist, dann muss der auch spielen. Was mir bei Nicolas halt unheimlich gut gefällt, dass er sehr, sehr groß ist. Und Grieper mit 1,93, ne, ist halt deutlich größer als Olschowski. Ich glaube, Olschowski ist 1,85. Er wirkt sehr, sehr sicher auf der Linie und beim Rauskommen. Also zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe im Pokal und gegen Bayern, vor allem gegen Bayern München. Jetzt werden wir hier angerufen. Genau, und ja, also für mich führt da kein Weg dran vorbei. Und er ist ja auch in der Praxis. Er hat ja letzte Saison bei Roda Kerr gerade alle Spiele gemacht. Genau. Und deswegen ist auch, wenn Olschowski fit ist, für mich ganz klar Nicolas die Nummer 1. Erinnert mich so ein bisschen an Jannis Blaswig. Ist ja auch nicht mehr der, also Nicolas ist jetzt auch kein junges Talent mehr. Ich glaube, Mitte 20. Und ja, ich drücke ihm da nur die Daumen und ich glaube, er kann das absolut gut schaffen. Rechtsverteidigerposition. Jetzt haben wir auch endlich mal Breite im Kader. Ich finde, dadurch, dass Nico Elvedi jetzt bleibt, Seoane hat aber eher gesagt, er muss erst seinen Vertrag verlängern, sonst ist er eigentlich auch keine Option. Deswegen glaube ich, dass Gelli spielen wird. Glaube ich auch, aber grundsätzlich finde ich die Idee, wenn Elvedi verlängert, auch wirklich Konkurrenz, dass Gelli wirklich Konkurrenz hat, mit Elvedi gar nicht schlecht, weil die ersten Bundesligaspiele hat er halt auch auf der Position damals gespielt. Ist so Stammspieler in der Bundesliga geworden und warum nicht? Ja. Also ich fände es gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich noch gelesen, Italiano ist auch hochgezogen worden. Müssen wir mal gucken. Der ist auch ein sehr, sehr schneller Spieler. Wendig. Den sie umschulen wollen als Rechtsverteidiger. Dann hast du da drei, sogar vier. Mit Leiner, wenn er zurückkommt. Sogar vier Leute und dann sind wir da gut besetzt. Und Walde auch noch. Walde, genau. Für Sonntag würde ich sagen Skelly, weil die Situation bei Elvedi halt einfach noch nicht geklärt ist. Wobei, gerade in der Pressekonferenz hat Seoane gesagt, wahrscheinlich erstmal nicht, weil die Situation nicht geklärt ist. Da weißt du aber ja auch nie, wenn Elvedi doch spielt, muss man das dem Gegner ja nicht unbedingt vorher sagen. Also ich halte das auch für möglich, dass er spielt. Davon kann man ausgehen. Also Elvedi hat auch ein Top-Länderspiel gemacht. Und ich glaube nicht, dass... Also es gibt ja anscheinend diese Klausel mit 20 Spielen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn Elvedi seine Leistung bringen kann, die er mal vor 2 Jahren gebracht hat, ist das für mich ein Top-Innenverteidiger, Außenverteidiger und überdurchschnittlicher Bundesligaspieler. Ja, der hat ja nicht umsonst immer noch 20 Millionen Marktwert laut Transfermarkt. Und, aber glaubst du an eine Verlängerung? Ja, glaube ich. Schon. Ich glaube aber, dass das ein ähnliches Modell wie mit Hofmann wird. Ja. Und das ist dann ja auch vollkommen in Ordnung. Es geht ja nur darum, den nicht ablösefrei zu verlieren. Und wenn man sich dieses Jahr wahrscheinlich ja auch irgendwo auf eine Summe geeinigt hat, man wird ihm wahrscheinlich gesagt haben, für die und die Summe kannst du gehen. Die ist halt nicht bezahlt worden, deswegen ist er noch da. Und das ist auch richtig so, dass der Verein das so gemacht hat. Aber wenn man jetzt sagt, die Summe schreiben wir dir nächstes Jahr da rein, so... dann ist der für mich auch danach sofort wieder ein vollständiges Kadermitglied und ich bin froh, dass wir die weitere Option haben. Definitiv, definitiv. Ich bin mal gespannt. Ich glaube auch, dass Nico Elvedi noch verlängern würde. Er hat sich auch schon in die Richtung so ein bisschen geäußert, dass er sich bei Borussia sehr, sehr wohl fühlt. Und ja, absolut. Ne? Glaubst du, wir spielen Dreier-, Fünferkette oder Vierer? Ich glaube, wir spielen Viererkette. Viererkette. Mhm. Friedrich, rechts? Ich würde mit Friedrich und Itakura spielen. Glaubst du, Friedrich wird konstant Stammspieler diese Saison sein? Oder dass Elvedi nochmal rein rotiert und du die gleiche Innenverteidigung wie letztes Jahr siehst? Schwierig zu sagen. Das kommt jetzt auch drauf an. Friedrich hat jetzt die Zeit, sich zu beweisen, wahrscheinlich noch ein bisschen. Es sei denn, wie gesagt, Elvedi spielt doch. Ich finde es aber, er hat es gar nicht schlecht gemacht. Hat er auch nicht. Wie gesagt, ich habe auch letztes Jahr oft nicht verstanden, warum er nicht gespielt hat. Auf links würde ich jetzt auf Wöber gehen, weil Netz ist gerade erst wieder fit. Ja. Ich denke, der wird als Joker kommen und wir werden aber erstmal so anfangen. Man muss ja auch einfach sagen, wir haben gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht. Ja. Also da brauchst du jetzt nicht großartig viel ändern. Das Hauptproblem war gar nicht, viele gehen ja immer auf die Geschwindigkeit von Friedrich, aber unser Hauptproblem in dieser Saison waren die Bälle hinter die Kette, wo dann einer plötzlich frei war, reingelegt hat und der Ball war drin. So haben wir gegen Leverkusen Tor kassiert, so haben wir gegen Bayern Tore kassiert und gegen Augsburg. Mhm. Das war so das große Problem. Siehst du auf Strecke Wöber wieder in der Innenverteidigung als linker Innenverteidiger oder Luka Netz als linker Verteidiger? Naja,
Da würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht genau, wie bei Wilber die Vertragssituation aussieht. Ob keine Kaufoption. Keine Kaufoption, auch nicht, wenn Leeds nicht aufsteigt. Also wenn Leeds nicht aufsteigt, wovon man mal einfach ausgehen kann, wenn man den Saisonstart sieht, dann glaube ich, dass wir eine gute Möglichkeit haben, den zu kaufen. Wenn aber von vornherein nicht geplant ist, ihn langfristig zu behalten, ich weiß nicht, wie der Verein da denkt, dann würde ich nicht den gleichen Fehler begehen wie letztes Jahr und auf einen Spieler setzen, der wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da ist, sondern dann muss Luca Netz seine Spielpraxis kriegen. Und du hast Wöber als jemanden, der komplett flexibel eigentlich ist, den du immer, wenn irgendwo Not am Mann ist, wenn Itakura ausfällt, Friedrich ausfällt, Netz Links ausfällt, Fuß, ne? immer mal wieder bringen kannst. Und auch dann Ulrich noch dazu. Also wir sind extrem gut in der Breite, in der Abwehr besetzt, auch wenn das nach den Gegentoren der ersten drei Spiele eigentlich unsere Schwachstelle sein müsste, sind da Leute, die alle Fußball spielen können und wo ich auch glaube, wenn das ein bisschen eingespielt ist, super funktioniert. Du hast gerade was von letzten Bälle hinter die Kette gespielt. Gesagt. Ja. Das sind natürlich auch bei den Spielen Spieler gewesen, weiß ich nicht, ein Chaka ist für mich auf der Position vielleicht der Beste in der Bundesliga. Der ja diese Bälle gespielt hat und zweimal gespielt hat in diesem Spiel. Chaka ist nach vorne unheimlich kreativ, hat nachgewiesen, dass er diese Pässe immer wieder spielen kann und gleichzeitig nach hinten eine absolute Kampfsau. Also für mich ist das auch der Königstransfer von Leverkusen. Also, und Bayern hat halt auch nicht die letzte Rumpftruppe da gegen uns stehen gehabt. Ich glaube auch, dass die Vereine, die jetzt kommen, deutlich schwerer haben, so einfach hinter unsere Kette zu spielen. Bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn Itakura eine sehr gute Saison spielt, wonach es ja aktuell schon aussieht, und wir eine ordentliche bis gute Saison spielen, dass das ein Rekordtransfer werden könnte. Ein Abgangskandidat. Und ein Rekordtransfer. Kann so sein, und dann hättest du auch Gelder, um Wöber zu verpflichten, wenn Wöber die Saison gut bestreitet. Auf jeden Fall. Und Itakura ist halt auch so einer im Namen Holding Six, den du da hinstellen kannst. Das wollen halt viele. Ich glaube, das ist so ein Profil von Spieler, der hat halt einen riesen Markt. Genau, und dann kommt dazu, dass der für viele Vereine interessant ist, die in den japanischen Markt rein wollen. Ich war ja jetzt auch ein Saudi-Angebot, meine ich, im Sommer da. Ja. Da hat er zum Glück gesagt, nicht wie andere, wie Draxler oder sonst. Draxler ist ja nach Katar gegangen, die dann dem Geld folgen, sondern der Junge ist viel zu jung, um in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, nur um ein bisschen mehr Geld zu machen. Ein bisschen. Aber wie gesagt, ich glaube, er ist sportlich interessant und halt auch als Werbefigur für den japanischen Markt. Und deswegen, wenn er eine vernünftige Saison spielt, kann das wirklich sein, dass das echt Geld geben kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr als 45 Millionen sind, die wir für Chaka gekriegt haben. Aber in dem Bereich könnte das liegen. Und dann hätten wir wieder... Wir haben alle Karten in der Hand. Dann hätten wir auch wieder, wie du das letztes Jahr auch gesagt hast, wir müssen wieder anfangen, Marktwerte zu generieren. Hätten wir dann wieder mit einem getan, und ich sehe da dieses Jahr in der Mannschaft halt mehrere. Ja, also es wird auch so, ich glaube, wenn Skelly noch einen Schritt macht, Friedrich wieder zur alter Form findet, kannst du da alleine in der Abwehr schon einiges an Werten aufbauen. Luca Netz, wenn er Spielpraxis bekommt, ein Chiarodia vielleicht, Janschke, Janschke wird jetzt keinen großen Marktwert mehr aufbauen, hoffentlich mal, dass er seine 300 Bundesligaspiele vielleicht am Wochenende schon vollmacht. Und also ich sehe uns in der Innenverteidigung und eigentlich auch auf der Außenverteidigerposition ordentlich besetzt. Ja, absolut. Und Chiarodia muss halt auch seine Spiele kriegen. Und deswegen... Vielleicht ist auch der Plan, Wöber als stabilen Linksfuß jetzt erstmal zu haben. Und dann hast du halt mit Chiarodia ein Supertalent, auch mit Linksfuß auf der Bank. Und dann, dass du dann sagst, okay, ab nächstes Jahr setzen wir voll auf Chiarodia. Alles möglich. Ja. Und Janske, glaube ich nicht, dass der viele Einsätze kriegt. Ne? Aber man super muss... Super Typ, und wenn er spielt... Bockstark. Immer gut, also wirklich immer. Ne? Egal ob letzte, vorletzte Saison, er hat nicht viele Spiele, aber wenn er spielt, man kann sich 100% drauf verlassen. Und es ist gut, so jemanden zu haben, der dann auch keinen Stunk macht, wenn er nicht spielt. Es ist ähnlich wie, sage ich jetzt mal, bei Hermann auch, nur dass der nicht die Leistung bringt wie Janske, wenn er denn mal reinkommt. Aber Hermann ist auch niemand, der deswegen da anfängt, Stress zu machen. Das heißt, man kann froh sein, solche Spieler noch im Kader zu haben, aber du musst halt jetzt gucken, dass du Netz, ein Chiarodia oder sonst was hinkriegst, dass die besser werden, um,
auch wieder Marktwerte zu generieren. Und wer Toni Janschke 22, dann müsste der auch spielen. Aber in der jetzigen Situation ist er für mich halt eher der Notnagel in der Abwehr. Als defensiver Sechser ist, glaube ich, Weigel unumgänglich. Weigel ist gesetzt, weil er gegen Bayern super gespielt hat, weil er Kapitän ist. Und dann wird es aber leider richtig schwierig. Ne? Siehst du Weigel zur EM fahren? Chancen? Also ich glaube, da müssen wir am Ende in der oberen Tabellenhälfte stehen. Ja. Er muss lange Kapitän sein und viele gute Spiele machen. Dann sehe ich, dass er Chancen hat, aber wir werden jetzt sowieso einen neuen Bundestrainer kriegen. Mal gucken, was der tut. Ja. Ich würde mich übrigens freuen, wenn es Louis van Gaal wird. Ich weiß. Ich habe da länger drüber nachgedacht. Ich glaube aber, der ist zu kritisch für den DFB. Der ist zu ich glaub, dass der eckig. Ich glaube, dass der DFB den aus den Gründen nicht holt. Ja. Aber ich glaube, dass er trotzdem der Richtige wäre. Ja, wenn du Lahm hörst, wenn du Schweinsteiger hörst, Leute, die auch mit dem zusammengearbeitet haben, die sprechen sich alle für den aus. Wenn wir jetzt, schwanken wir zwar gerade ab, aber also der Switch von Löw auf Flick ist so eine Katastrophe. Du kannst ja keinen Umbruch einleiten und den Co-Trainer von dem nehmen. Zusätzlich einen haben, der ein halbes Jahr vorher noch mit der halben Mannschaft bei Bayern quasi nicht mehr klargekommen ist, beziehungsweise entlassen worden ist. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und auch die Co-Trainer, wenn ich mir einen Sorg da angeguckt habe und jetzt im Vergleich in Sandro Wagner da stehen gesehen habe, dann ist das eine ganz andere Nummer. Und vielleicht brauchen wir, Van Gaal wird das ja nicht für ewig machen, vielleicht brauchst du wirklich, Klopp hat noch bis 26 Vertrag. Ja, der hat auch schon abgesagt. Der hat jetzt abgesagt, aber jemanden, ein Nagelsmann wird das doch auch nur kurze Zeit machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dauerhaft Nationaltrainer sein will. Ja, ich glaube, wir müssen das Thema aber beenden, sonst schweifen wir zu sehr ab. Ich fände es aber auch geil, abschließend, wenn Rudi es mal. Da ist so, wie es ist, mit Sandro Wagner dabei. Fände ich auch super, wird aber nicht passieren. Glaube ich auch nicht. Also wir gehen mal davon aus, Kone hat er ja auch gesagt, Kone und Kramer werden nicht spielen. Wir können aber gleich mal über die Position diskutieren. Die Frage ist jetzt... Neuhaus oder Reiz? Reiz oder Reiz und Neuhaus zusammen. Und dann musst du halt Ngumu oder Honorar auf die Bank dann setzen. Bin ich eher bei Ngumu. Auf die Bank. Also du würdest Reiz Neuhaus spielen lassen? Ich würde jetzt erstmal gucken, wen ich defensiv noch spielen lassen würde. Und defensiv spielen lassen würde ich nach dem Bayern-Spiel Rocco Reiz, weil das einfach gut war. Und Neuhaus hat halt die ersten drei Spiele in jedem Spiel, also erstmal war er nicht so auffällig, und in jedem Spiel hat er ganz einfache Ballverluste gehabt. Wieder. Es ist vielleicht schon einen Tick besser als letztes Jahr, aber du kannst jetzt nach so einem starken Spiel so einen jungen Mann meiner Meinung nach nicht wieder rausnehmen. Wer spielt dann bei dir sozusagen den? Also du kannst ja auch, ist ja Auslegungssache, ob du jetzt sagst, Weigel ist der einzige Sechser und du spielst mit zwei Achtern oder du sagst, wir spielen mit einer Doppelsechs. Ja, also ich würde erstmal, um es einfacher zu machen, Schwanscher in Sturm stellen, schon mal ganz nach vorne. Das war ein bisschen angeschlagen, hat Seoane in der Pressekonferenz gesagt. Wenn er wirklich wieder erwartend ausfallen sollte, steht da Jordan vorne. Ja, dann spielt Jordan da. Ich gehe jetzt mal davon, dass er fit ist. Dann wird er wahrscheinlich anfangen. Und jetzt... Ist halt die Frage, ob du jetzt auf der 10 mit Player spielst. Oder mit Neuhaus. Oder mit Neuhaus. Aber Player ist für mich gesetzt. Ich setze Player nicht auf die Bank. Player geht entweder auf die 10 oder... Linke Halbfeldposition. Oder linke Halbfeld. Also wenn du jetzt die Wahl hättest, die 10, Player oder Neuhaus? Player. Also sitzt Neuhaus bei dir auf der Bank? In der jetzigen Form ja. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich das immer so sehe. Ja. Dann ist ja klar, also rechts wird dann Honorar spielen mit Skelly zusammen. War ja letztes Spiel auf der Bank, ne? Und ist auch Papa geworden dann. Also gegen Leverkusen ist er Papa geworden. Und links ist dann Ngumu. Ist schon viel Qualität, ne? Ja, also Ngumu habe ich ja gar nichts von gehalten am Anfang. Da habt ihr auch immer wieder den Kontakt. Ich habe dir immer gesagt, er wird noch. Er hat halt für mich das schlechteste Spiel, was er gemacht hat, war letztes Jahr im DFB-Pokal in Darmstadt. Ich hoffe, dass er das dann
dann Sonntag besser macht. Ich finde, der hat halt alles. Der ist schnell. Ich finde auch, der hat an seiner Technik gearbeitet. Das war das größte Problem. Ich finde aber, er hat es verbessert. Und in Augsburg hat er gut gespielt. Letzte Woche gegen Bayern auch viel verteidigt. Über die Seite von Skelly und Ngumu kam kein Tor. Ja, du kannst nicht viel kritisieren. Auch wenn das wahrscheinlich noch besser geht. Aber wenn man sich halt die Hinrunde letztes Jahr anguckt und auch große Teile der Rückrunde, wenn er dann mal gespielt hat, dann ist das ja jetzt schon eine Steigerung um 300%. Und dann muss man auch erstmal zufrieden sein. Wie gesagt, für mich war eher die Technik dahinter und das Spielverständnis ein Problem. Und das scheint er in den Griff gekriegt zu haben. Hat auch vielleicht mit dem Trainer einfach nicht gepasst. Und er hat ja auch dann, weiß ich nicht, oft im Sturm gespielt, was vielleicht nicht genau, sondern wenn er jetzt etwas von hinten kann, die Abwehr überrennen kann, dann ist das ja viel mehr sein Spiel, als was er letztes Jahr gemacht hat. Was ja auch positiv ist, Joane wechselt viele Spieler ein. Viele Spieler kommen zum Einsatz, ob es ein Borges Sanchez ist, ob es ein Ulrich ist, ob es ein Ramos ist, die haben ja alle schon gespielt, ein Robin Hack. Wie siehst du die Rolle von Robin Hack? In der Vorbereitung sehr, sehr stark, jetzt eher weniger. Ja, habe ich also weniger Spielanteile. Habe ich mir aber fast schon gedacht, weil für mich war Robin Hack von Anfang an einer für die Breite. Ja. Weil wir haben halt mehr Qualität, würde ich jetzt sagen. Ich kann natürlich auch falsch liegen und er beweist es eines Besseren, aber ist auf jeden Fall jemanden, den du ohne Bedenken immer bringen kannst. Wie siehst du die Rolle von Hannes Wolf? Ich glaube nicht, dass der noch großartig für uns spielt. Hat im Testspiel gegen Bremen gespielt, auch wieder sehr unglücklich gewesen. Ja, und sind noch Transferfenster offen oder ist jetzt alles zu? Ich glaube, fast alles zu. Ja, es wird ja auch kein Verein geben, der auch im ansatzweise nur das Gehalt zahlt. Die Frage ist halt, wie viel Gehalt der wirklich bekommt. Müsste eigentlich noch ein Champions League-Vertrag sein? Ja, und wir haben 11 Millionen Ablöse bezahlt. Ich glaube schon, dass der nicht unser Geringverdienster ist. Ja, muss man mal warten. Wie gesagt, wenn er Leistung im Training bringt, dann soll er auch spielen, ne? Wie jeder. Und ich glaube, da hat dann Seoane auch ein Auge drauf. Ich glaube, das fällt mir unheimlich gut, dass er wirklich auf mehrere Spieler setzt. Farke hatte ja so seine 13 Spieler und dann war es das eigentlich. Das war ja einer der größten Kritikpunkte und halt die Kommunikation von Farke, weil, wie gesagt, Pressekonferenzen haben wir auch nach dreimal keine Lust mehr gehabt und das wird den Spielern nicht anders gegangen sein. Und jetzt hast du halt auch einen Trainer, der ganz viele Sprachen spricht, unheimlich kommunikativ ist. Und dass ich glaube auch, dass er damit ein Ngumu zum Beispiel viel besser eingestellt kriegt, wenn man die Sprache spricht. Ja, das ist wirklich ein Riesenvorteil. Als das ein Farke konnte, der sich auf Deutsch schon schwer getan hat und das dann noch eventuell mit einem Übersetzer eine Will oder sonst wie rüberbringen soll. Ist wirklich gut, dass er Französisch spricht. Ja. Gerade mit Player, Honorar, Ngumu ist es schon sehr, sehr gut. Wenn jetzt Kone und Kramer, werden ja wahrscheinlich nächste Woche wieder zurückkommen. Kone ist für mich eigentlich gesetzt. Kone ist für mich gesetzt. Das wird dann, wird Reitz nicht mehr spielen. Ich hoffe, dass. Also wen willst du Weigel rausnehmen für Kone? Also wenn Kone wieder fit ist, würdest du Reitz rausnehmen, Kone rein? Wenn Reitz jetzt gegen Darmstadt auch noch das Spiel seines Lebens macht, dann wird es unheimlich schwer, ihn rauszunehmen. Aber dann sind wir halt auf der Position echt extrem gut besetzt, ne? Also ich sehe ja fast gar keine Einsatzzeit mehr für einen Kramer zum Beispiel, der letztes Jahr noch. Also ich sehe dann schon noch die Variante, dass du eventuell einen Flügelspieler rausnimmst, Player auf die Halbposition stellst, Weigel so wirklich als Quarterback. Und dann Reitz eventuell auch auf die 8 stellst. Die Option ist natürlich auch da, aber du hast dann auch noch, du hast dann ja zusätzlich noch Kramer und Neuhaus, die du auch noch irgendwie bei Laune halten kann, muss. Ich glaube, das wäre auch dann eher, wo Reitz dann spielt, ein Ding für Neuhaus. Ja. Ne? Ja. Neuhaus braucht halt, muss halt einfach seine Form wiederfinden. Ja. Und wenn er seine Form wiederfindet, dann ist er auch ein Kandidat für die Startelf, aber die hat er meiner Meinung nach halt jetzt schon über einen längeren Zeitraum nicht. Und da hat auch das dritte Kapitänsamt und die C nichts dran geändert, weil, wie gesagt, er hat viel, viel zu viel
leichte Ballverluste. Mhm. Teilweise zweimal direkt hintereinander. Der verliert den Ball, wir erobern uns den wieder. Der kriegt den Ball wieder und verliert ihn wieder sofort. Ja. Das ist halt unglaublich gefährlich für Gegentore in den Momenten. Ja. Wo ich auch manchmal, weiß ich nicht, wenn er auf einen Gegner zuläuft, wo ich denke, stell den lieber, weil wenn du jetzt versuchst, den Ball zu erobern, der dich überlaufen hat, dann ist die Situation viel zu gefährlich. Und solche Sachen hat er halt immer wieder. Ich glaube, dass Neuhaus, wenn er in Form ist, diese ganz entscheidenden Momente, was uns auch so ein bisschen fehlt, diese Schnittstellenpässe, ob es auf dem Player ist, ob es auf dem Honorar ist oder vorne direkt rein auf den Schwanscherer spielen kann. Er kann die. Ich glaube definitiv auch, kann er das. Und was Neuhaus auch kann, ist eigentlich Schüsse aus der Distanz. Dass er mal ein Ding in den Winkel schlänzt, das hat er oft genug unter Beweis gestellt, dass er das kann. Und im Endeffekt reden wir dann darüber, dass wir ziemlich viel Qualität haben. Ja, das ist ja das, was ich auch eingangs meinte. Ich glaube, dass wir im Gesamtpaket besser sind als letztes Jahr. Ja, bin ich auch bei dir. Müssen halt nur anfangen zu punkten. Und wo wir jetzt bei Punkten sind, wir tippen jetzt den Spieltag. Wir haben die Aufnahme an einem Freitag gemacht. Wir wissen noch nicht, wie das Spiel Bayern München gegen Leverkusen ausgeht. Jetzt könnt ihr direkt unser Fachwissen, weil das Spiel ja jetzt heute Abend ist, die Zuschauer sehen es morgen, unser Fachwissen überprüfen. Weil mein Tipp wäre 2-1 für Leverkusen. Ja, ich habe vorhin gesagt 0-2. Für also Leverkusen? Ich glaube, Bayern macht sich gerade wieder Probleme, die sie sich gar nicht machen brauchen. Haben alle möglichen Themen, nur kein Fußball. Ja. Und Leverkusen ist für mich im Moment die stärkste Mannschaft. Formstärkste Mannschaft. Ja. Bin ich auch bei dir. Gehen wir mit einem Sieg für Leverkusen. Nehmen wir mal deine Tipps. 0-2. Leipzig gegen Augsburg. Ich glaube, Leipzig ist stark klar, drauf. Haben aber viele auch ein paar Ausfälle. Ich glaube, Olmo ist verletzt. Ich weiß gar nicht, wer da noch verletzt ist. Aber zu Hause gegen Augsburg, glaube ich. 3-1. 3-1. Boah. Nächste ist auch wieder unglaublich schwer. Ich glaube, Dortmund verkackt diese Saison. Ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass Dortmund Probleme hat, überhaupt in die Champions League reinzukommen, weil die Kaderbreite, wenn ich da gucke, Füllkrug ist für mich genauso eine Fehlverpflichtung wie Modest letztes Jahr. Was wollen die mit dem? Ich weiß nicht, Füllkrug finde ich schon aber geil. Für uns hätte der super gepasst. Ja. Aber ich finde, die haben, wenn du die letzte Bank, beim letzten Spiel dir die Bank anguckst, da sitzt ein Füllkrug, da sitzt ein Reus, ein Hazard sitzt nur auf der Bank, ja, der ist auf der Tribüne, der ist jetzt weg. Dann hattest du, wer hat gespielt? Du hast Moukoko noch auf der Bank sitzen gehabt. Ja. Und Haller, du hast Haller spielt, der nicht in Form ist. Der nicht in Form. Aber die sind für mich alle irgendwie auf einem Niveau und nicht mehr auf ihrem Top-Niveau, sondern auf einem Niveau, Reus wird immer älter. Ich verstehe auch nicht, warum die für Bellingham einen Matcher und einen Sabitzer geholt haben. Da hätte ich einen richtigen Knaller geholt. Emre Can, der neue Kapitän, kann ich auch in der Nationalmannschaft, war für mich der einzige Schlechte gegen Frankreich. Ja, gegen Frankreich war er stark. Der hat schon viel abgewonnen. Fand ich nicht. Ich weiß nicht, doch. Er hat den offensiveren Part gespielt und hat viele Bälle verschenkt. Ich weiß nicht. Emre Can gegen Frankreich fand ich stark, gegen Japan bodenlos. Aber ich glaube auf gar keinen Fall, dass Dortmund in Freiburg gewinnt. Ich glaube nicht, dass Freiburg so eine gute Saison wie letztes Jahr spielt, aber das ist ein Spiel. Ich würde auf einen knappen Sieg für Freiburg gehen. Mach 2-1. Wolfsburg ist stark diese Saison, ne? Wolfsburg ist stark, finde ich. Also vom Kader, von der Kaderbesetzung sind die unheimlich gut. Ja, und ich glaube auch, dass Wolfsburg zu Hause gewinnt. In Berlin sieht das anders aus. Und Union muss jetzt beweisen, dass sie jetzt mit, früher hatten sie eine Mannschaft, immer Mannschaften, wo man nicht viel erwartet von hat und immer überperformt haben. Und jetzt ist ja das erste Mal der Punkt, du spielst Champions League. Ja. Du hast Stars gekauft. Ja. Und wenn Volland fällt aus, weil er rote Karte kriegt. Ich weiß gar drei nicht. Spiele. Drei Spiele. Mhm. Finde ich eins zu viel. Boah, das war schon hart. Kann man schon geben. War hart? Nein, das war eine rote Karte. Hundertprozentig. Ja. Da hatten wir auch gestern noch die Diskussion. Aber drei Spiele, ich glaube, zwei hätten auch getan. Da hätte schon schnell das Wadenbein durch sein können. Ich bin bei 3. War aber nicht. Wenn das passiert wäre, dann auch noch mehr. Aber er wusste sofort, was er getan hat, hat sich sofort entschuldigt. Ich finde, drei ist okay. Kein Wiederholungstäter. Ja, ist in Ordnung, aber... Wolfsburg, Union? 2-1. Ist ja auch so ein Typ. Ich finde, das auch, könnte mal so ein Unentschieden werden. Union ist eine Überraschung, aber wir gehen deine Tipps. 2-1.
Du, ich würde mich freuen, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, weil ich eher mit Union sympathisiere als mit Wolfsburg. Das sowieso. Aber wie gesagt, Union, glaube ich, schwierigere Saison. Aber wenn sie das jetzt auch noch hinkriegen dieses Jahr, ja, dann kann man ja nur den Hut ziehen. Mainz auch schwierigen Saisonstart gehabt. Ne? 3 Spiele, 1 Punkt. Bo Svensson finde ich aber einen affengeilen Trainer. Eigentlich musst du ja jetzt sagen 5-0. Weil Stuttgart macht ja immer 5-0 zu Hause. Dann kriegen sie wieder 5, dann gewinnen sie wieder 5-0. Stuttgart ist auch so eine Überraschungsmannschaft, finde ich, diese Saison. Ja. Die haben gute Kicker. Silas, Gerassi, Führig finde ich auch richtig stark. Ito, guten Innenverteidiger hinten drin. Ist der Borna Sosa ist auch noch da, oder? Gehe ich schon aus. Der ist ja noch da. Ja. Finde ich, wir haben eine gute Mannschaft, aber wird sich, glaube ich, wieder auf Mainz. Mainz? Also Mainz ist eigentlich auch, wie immer, die fangen ja ganz oft ganz schlecht an und spielen dann, die sind dann Zweiter in der Rückrundentabelle. Oder mal ein Unentschieden? Stuttgart auswärts, Mainz muss, 2-1 würde ich auch hier wieder für Mainz sagen. Stuttgart wird sich die nächsten Wochen rauskristallisieren. Hoffenheim, ich finde, die haben zu viele Punkte. Für 6 Punkte, ich finde diese Kacke. Die haben 2-0 in Heidenheim zurückgelegen und dann noch gewonnen, ja, ne? Ich weiß nicht, von Hoffenheim, also wegen mir können die auch halt direkt absteigen, aber gegen FC, Köln hat ja auch mit einem Punkt. Ja, im Prinzip kann ich mit beiden Vereinen nichts anfangen, deswegen sagen wir 0-0. Gehen wir hier mit dem Unentschieden? Ja, mach 1-1. Ich glaube nicht, dass der Torlos ausgeht. Dafür sind beide Abwehrreihen zu löchrig. Bochum, Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt wird eine schwierige Saison haben. Ich glaube nicht, dass die international sich qualifizieren werden. Ich drehe neuen Trainer, immer schwierig. Kolumani das Theater gehabt. Bochum hat zu Hause gegen Dortmund stark gespielt. Ist aber auch für mich dieses Jahr einer der Abstiegskandidaten. Bochum soll ruhig noch ein paar Punkte sammeln, bis wir kommen. Dann holen wir den Dreier. Sind ja noch 2 Spiele bis dahin. Jetzt, ne? Jetzt Darmstadt, Leipzig, Bochum. Und dann Bochum, ja. In Bochum bin ich übrigens auch auswärts. Da freue ich mich auch wieder drauf. Ich hoffe nur, dass es besser wird als letztes Jahr. Ja. Weil letztes Jahr war ich auch live da. Und ich glaube, das war somit die schlechteste erste Halbzeit, die wir letztes Jahr gespielt haben. Und wir haben viele schlechte erste Halbzeiten. Augsburg und Leipzig. Augsburg und Bochum waren für mich letztes Jahr echt die absolute Katastrophe. Das Derby war aber auch schlimm, das Unentschieden. Das war auch schlimm. Ja, da war ich auch. Das war auch schlimm. 0-0. ja. Was machen wir? Würde ich auch beim 1-1 bleiben. Ich sage Heidenheim-Bremen. Heidenheim zieht das Ding zu Hause gegen Bremen. Gehe ich mit dir? Vor allem, weil obwohl Bremen hat starkes Heimspiel gehabt jetzt, ne? Gegen Mainz Überraschungsding gelandet. Ja, und Mainz steht auch da ganz unten und gleich erzählst du mir noch, und gegen uns haben sie auch gewonnen. Ja. Im Testspiel, das interessiert keine Socke. Nee, aber ich glaube, dass eher, als auf Bremen zu gucken, Heidenheim da 2-2 in Dortmund Auftrieb gegeben hat. Und deswegen würde ich nicht auf Bremen gucken, sondern auf Heidenheim und sagen, Heidenheim gewinnt 2-1. 2-1 Doppelpack Tim Kleindienst. Von mir aus. Von mir aus kann aber auch der Torwart ein Tor schießen. Nee, Doppelpack Tim Kleindienst. Und jetzt unsere Borussia. Ja, auf jeden Fall besser als beim DFB-Pokalspiel letztes Jahr. Das wird ein richtiges dreckiges Spiel. Ich glaube aber schon, dass sich am Endeffekt, am Ende unsere Qualität durchsetzt. Glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass wir torlos bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es 0-2 gibt. Dann mach du deinen Tipp jetzt. Ja, ich muss meinen Tipp ja gleich auch noch machen. Ich muss mir den merken. Der soll wohl überlegt sein. Ich glaube, es wird ein schwieriger Anfang. Darmstadt wird am Anfang viel Druck machen. Kann sein, dass wir dann einen fangen. Aber ich gehe mit einem 3-1. Ich sage, Darmstadt würde am Anfang viel Druck machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir in Rückstand geraten, aber dann Druck machen und Darmstadt kommt irgendwann nicht mehr mit unserem... Dann hast du ja mein Gegentor wieder und dann gehe ich auch mit 3-1. 3-1. 1-3 für unsere Borussia. Wenn Schwanscherer spielt, sage ich, der macht 2 Hütten und Player macht 1. Wenn Schwanscherer nicht spielt, macht Player 2 und Jordan 1. Mir ist es vollkommen egal, wer die Tore macht, wenn das 1-3 ausgeht. Aber ist natürlich jetzt für Schwanscherer auch, du hast gegen Augsburg gesehen und in den Testspielen, dass der unglaublich viel Potenzial hat. Du hast aber auch gegen Bayern und gegen Leverkusen gesehen, dass man sich halt auch erst an die Bundesliga gewöhnen muss. Gut, und da war Hinge auch ziemlich in der Luft. Gegen die ganz Großen ist dann doch ein bisschen schwieriger ist. Darmstadt sollte jetzt wieder machbar sein. Dementsprechend kann er gern 2 Tore schießen. Wie siehst du dann die kommenden Wochen? Leipzig,
dann Bochum, dann Mainz, dann ist Derby und dann zu Hause gegen Heidenheim. Da müssen, Punkte. Waren jetzt 5 Spiele? Ja. 15 Punkte. Ja, gehe ich auch von aus. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Alles über 20 Punkte nach der Hinrunde würde ich sofort unterschreiben. Ja, ich auch. Und wie gesagt, Leipzig, dann hast du die 3 stärksten Mannschaften durch zu Hause. Aber wir können Leipzig schlagen. Das haben wir letztes Jahr gezeigt. Wir haben jetzt gegen Bayern ein gutes Spiel gehabt. Wenn wir da verlieren und wieder vernünftig spielen, bin ich da auch wieder nicht böse. Für mich geht dann wir haben Bonuspunkte. Für mich geht nach diesem Spiel die Saison erst richtig los. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Simon, deine Ab. Du darfst die Folge heute abmoderieren. Jetzt stellst du mich aber für was. Ja, abmoderieren. In die Kamera gucken und abmoderieren. Ja, dann danke dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin froh, dass Buschi mich ab und zu einlädt. Ich war jetzt spontan in Berlin und ja, wenn ihr wollt, dass ich nochmal komme, Buschi, ich stehe dir immer zur Verfügung. Ja. Ein schönes Wochenende zusammen und hoffentlich ein Sieg am Sonntag und wie gesagt, 3-1 für unsere Borussia. Für unsere Borussia und dann sind wir, glaube ich, alle glücklich. Eins musst du noch lernen, Abo und Daumen da lassen und jetzt habt ein schönes Wochenende. Wir sind Borussia. Die Leute ist, was hier zählt. Das Herz schlägt voller